Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein weiteres Kürbisrezept vorstellen. Wir machen nämlich gemeinsam diese Kürbisschnecken. Das Ganze besteht aus einem richtig weichen Hefeteig und einer leckeren Kürbis-Apfel-Zimt-Füllung. Das gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingsrezepten. Und wir fangen als erstes auch schon mit dem Hefeteig an. Dafür benötigen wir natürlich wie immer Mehl und Kürbispüree. Wie ich das hergestellt habe, habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich unten in der Infobox. Wir brauchen außerdem ein Ei, Zucker, eine Prise Salz, frische Hefe, etwas lauwarmes Wasser, außerdem auch noch lauwarme Milch und weiche Butter oder flüssige Butter, wie in meinem Fall. Ja, wie gesagt, wir fangen mit unserem Hefeteig an und der ist mit ein paar Tipps und Tricks wirklich super einfach hergestellt. Als erstes bröckeln wir einfach unsere Hefe jetzt in unser lauwarmes Wasser. Es ist wirklich sehr wichtig, dass euer Wasser nicht wärmer als 38 Grad ist, denn sollte es einfach zu heiß sein, würden euch die Hefepilze absterben und euer Teig würde nicht aufgehen und das wäre halt natürlich schade. So, deshalb lauwarmes Wasser nur und dazu kommt jetzt noch etwas Zucker mit rein, damit die Hefe etwas zum Fressen hat, so gesagt, und später besser aufgehen kann. So, das rühren wir einmal glatt und das kommt kurz an die Seite. In unsere Schüssel kommt dann, oder kommen jetzt dann, eigentlich so gesagt alle anderen flüssigen Zutaten mit rein. Das heißt, unser Ei kommt mit rein, unser Zucker, okay, das ist nicht flüssig, aber das kommt mit rein. Sowie die lauwarme Milch, die Prise Salz und unser Kürbispüree, das wird dann auch einmal glatt gerührt. Und hier solltet ihr wieder darauf achten, dass eure Milch wirklich nur lauwarm ist, denn sollte die auch zu heiß sein, könnte die dann auch die Hefepilze töten. Und das wollen wir nicht. Wie gesagt, wie ich das Kürbispüree hergestellt habe, habe ich euch bereits in meinem Kürbis-Cookie-Video gezeigt. Kürbis-Cookie-Video, genau. Also falls ihr auch mal da Interesse habt, schaut gerne unten in der Infobox vorbei, das verlinke ich euch. Und genau, dann, wenn alles glatt gerührt ist, kann unser Mehl mit rein und so wie unser Hefewasser, nicht zu vergessen, das hätte ich jetzt vergessen zu sagen. Genau, die zwei Sachen kommen auch noch mit rein und das verkneten wir mit den Händen einmal leicht vor, bis sich gerade so alles verbunden hat. Und erst danach geben wir unsere Butter mit rein. Ihr könnt sie eigentlich auch jetzt schon mit reingeben, aber ich persönlich finde einfach, dass der Hefeteig danach besser wird, aber vielleicht bilde ich mir das einfach auch nur ein, ich weiß nicht. Also ihr seht, ich gebe meine Butter erst jetzt mit rein und das verkneten wir jetzt alles wirklich mit den Händen einmal schön zu einem homogenen Teig. Ihr könnt gerne auch eine Küchenmaschine verwenden, aber ich finde einfach, dass man das besser einschätzen kann, wenn man eben das mit den Händen macht. So, wenn jetzt wie bei mir euer Teig einfach noch zu klebrig sein sollte, gebt ihr noch ein wenig Mehl mit hinzu, bis ihr eben einen homogenen Teig erhaltet, der nicht mehr zu klebrig ist, aber er sollte einfach auch noch geschmeidig sein. Ja, jetzt ist dann auch ein wenig Geduld angesagt. Den Hefeteig geben wir zurück in unsere Schüssel, die wir aber vorher noch mit etwas Mehl auslegen und die Kugel ebenfalls noch mit etwas Mehl bestreuen. Und genau, dann kommt der Deckel auf die Schüssel und so muss dann unser Hefeteig jetzt für circa 60 Minuten wirklich ruhen. Ich mache das sogar am liebsten 20 Minuten, dadurch wird er einfach nochmal weicher. In der Zwischenzeit können wir aber schon mit unserer Füllung weitermachen und dafür benötigen wir Äpfel. Die habe ich bereits in kleine Würfel geschnitten. Außerdem brauchen wir noch den Saft einer halben Zitrone, etwas Zucker je nach Wahl, Zimt, Butter und wieder was von unserem Kürbispüree. In den Topf geben wir jetzt noch unseren Zitronensaft mit rein. Der sorgt dafür, dass einfach unsere Äpfel später nicht braun werden. Zucker und Butter kommen auch noch mit rein und so müssen wir die Äpfel auf höchster Stufe wirklich einkochen lassen, also so, dass die Äpfel ihr Wasser auslassen und das dann verdunsten kann.
Ihr seht, das Ganze muss schön aufblubbern, denn die Äpfel lassen einfach sehr viel Wasser aus und das muss eben verdunsten. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geschaut, aber ich denke mal, das dauert ungefähr 5 bis 7 Minuten. Ihr werdet einfach merken, dass dann da kaum Flüssigkeit noch im Topf ist, wie hier. Und wenn das dann soweit ist, könnt ihr euren Herd ausschalten und den Topf einfach an die Seite schieben. Anschließend geben wir noch unser Kürbispüree mit rein und verrühren das dann nochmal miteinander alles gut. Und ja, so kann das dann kurz an die Seite und auch noch auskühlen, bis eben unser Hefeteig fertig ist. Okay, ich muss jetzt zugeben, dass hier die Füllung nicht so lecker aussieht, aber glaubt mir, also es sieht zwar pastig aus, aber es ist leckerer, als es aussieht. Okay, dann geht's auch schon direkt weiter. Wenn euer Hefeteig jetzt aufgegangen ist, könnt ihr ihn auf eine gut bemähte Arbeitsfläche geben. Ihr braucht ihn jetzt nicht nochmal durchzukneten, ihr würdet einfach nur die ganze Luft wieder rausbringen, so gesagt. Also einfach den Teig auf die Arbeitsfläche geben und dann jetzt mit einem Nudelholz zu einem großen Rechteck ausrollen. Ich denke mal, dass ich jetzt ungefähr ein Rechteck mit 50 x 60 cm Maßen hatte. Ich habe natürlich nicht genau gemessen, aber es war schon ein ziemlich großes Rechteck. Schaut auch, dass ihr mal immer wieder nachmehlt und den Teig auch mal anhebt, damit das einfach nicht auf der Arbeitsfläche kleben bleibt. Okay, danach schnappen wir uns wieder unser pures Kürbispüree. Davon geben wir ungefähr 2 bis 3 Esslöffel auf unser Rechteck und verstreichen das dann gleichmäßig überall rauf. Achtet auch darauf, dass wirklich die Ecken damit bedeckt sind, damit die einfach nicht trocken bleiben später. Genau, und darüber geben wir dann anschließend unsere Apfelkürbisfüllung rauf. Die sollte in der Zwischenzeit ausgekühlt oder vielleicht auch noch lauwarm sein. Danach schnappen wir uns ein Messer und schneiden aus unserem Rechteck 9 Stränge aus und die werden dann später einfach nur noch aufgerollt. Ich habe bereits mein Backblech vorbereitet und darauf einfach ein Stück Backpapier sowie meinen Backring gegeben. Den habe ich übrigens auf 30 cm eingestellt. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch ohne einen Backring machen, indem ihr einfach dann die Schnecken auf das Backblech ganz normal rauflegt. Ich wollte am Ende einfach nur so einen schönen Abschluss als Rand haben, weshalb ich mich dann dafür entschieden habe. Ja, die Schnecken habe ich dann, wenn sie mir dann noch zu groß waren, einfach in 2 geteilt und so in meinen Backring gegeben. Seht vielleicht noch zu, dass ihr ein paar Zwischenräume zwischen den einzelnen Schnecken lässt, da der Hefeteig nochmal im Backofen aufgehen wird und das dann einfach alles nicht so zerquetscht wirkt. So wandert das Ganze dann in den nicht vorgeheizten Backofen, also in den kalten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 40 bis 45 Minuten. Ihr werdet einfach merken, dass der Hefeteig etwas Farbe annimmt und dann durch ist. Nach dem Backen holen wir dann die Kürbisschnecken sofort aus dem Ofen und bereiten noch einen leckeren Puderzucker-Zitronensaft-Guss vor. Dafür braucht ihr einfach nur etwas Puderzucker und Zitronensaft und diese beiden Zutaten werden einfach miteinander vermengt, also wirklich easy. Ihr gebt so viel Zitronensaft mit hinzu, so dass ihr eben so eine dickflüssige oder semiflüssige Konsistenz bekommt. Ja, das träufeln wir dann einfach nur noch auf unsere Kürbisschnecken und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Ich kann euch auch nur raten, die Kürbisschnecken noch am gleichen Tag, wenn nicht sogar noch lauwarm zu verzehren, denn meiner Meinung nach schmecken sie wirklich dann am allerbesten. Ja, ich kann echt von diesen Kürbisschnecken nicht genug schwärmen, das zählt wirklich einfach zu meinen allerliebsten Kürbisrezepten. Falls ihr das jetzt auch einmal ausprobieren wollt, dann schaut mir gerne unten in der Infobox vorbei. Dort habe ich euch nämlich wie immer meinen Blog mit den genauen Mengenangaben sowie den Zutaten verlinkt. Teilt mit mir auch gerne eure Kreation auf Instagram, dort heiße ich Kiras Bakery. Also ich freue mich wirklich jedes Mal darüber zu sehen, wie ihr was von mir nachgebacken habt.
und gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben, falls euch das Rezept gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr nichts mehr von mir verpassen wollt. Ja, dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß beim Nachbacken und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!